ob Sie es glauben oder nicht, das ist eine C-Klasse. Diese ist nun erstmals als Cabrio-Version erhältlich mit einem Stoffverdeck. Und damit ist Mercedes der Hersteller mit den weltweit meisten Cabrio-Varianten im Modellprogramm. Das neue C-Klasse Cabrio ist der kleine Bruder der E- und S-Klasse Cabrios und somit der preisgünstigste Einstieg in ein offenes Fahrvergnügen bei Mercedes. Im Vergleich zur C-Klasse Limousine fällt das Cabrio deutlich sportlicher aus. Die Spur ist breiter und es wurde um 15 mm tiefer gelegt. Serienmäßig rollt der offene Mercedes auf einem Stahlfederfahrwerk. Wer auf Luftfedern schweben möchte, muss für 1.400 Euro in Deutschland das R-Matic-Fahrwerk bestellen. Dieses ist mit elektronisch geregelten Dämpfern unterwegs und lässt sich in 4 Stufen von besonders komfortabel bis sehr sportlich einstellen. Bei Mercedes hat man nun die Qual der Wahl, denn man muss sich erstmal grundsätzlich für ein Cabrio aus dem Modellprogramm entscheiden. Und dann kommen wir zu dem schwierigen Thema der Motoren. Denn es gibt 2 Dieselvarianten und 5 Benziner. Diese leisten zwischen 115 und 245 kW. Wir haben uns für eine kleinere Motorisierung entschieden. Diese leistet nur 180 kW und nennt sich C300. So ausgerüstet sprintet das Cabrio in 6,4 Sekunden von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 250 km/h elektronisch abgeregelt. Cabrios glänzen ja grundsätzlich nicht mit überschwänglichem Kofferraumvolumen. So auch nicht die Mercedes C-Klasse. Aber wenn das Verdeck geschlossen wäre, haben wir 360 Liter. Ist es wie in dem Fall offen, haben wir nur noch 285 Liter. Das heißt, Gepäck geht definitiv rein. Aber beim Rausholen muss man dann schon gucken, wie es klappt. Aber es gibt auch schlimmere Sachen. Beispielsweise, wenn es anfängt zu regnen. Beim Verdeck setzt Mercedes wie beim E- und S-Klasse Cabrio auf eine Stoffkonstruktion mit gläserner Heckscheibe. Optional kann auch ein mehrlagiges Akustikverdeck geordert werden. Mit geschlossenem Verdeck ähnelt das neue zweitürige Cabrio bei nahezu gleichen Grundmaßen in der Silhouette dem C-Klasse Coupé. Wenn der Regen wieder vorüber ist, öffnet sich das vollautomatische Stoffverdeck in weniger als 20 Sekunden. Und das bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h. Das Schließen geht natürlich genauso schnell. Die Armaturentafel des Cabrios ist dieselbe wie bei seinen geschlossenen Brüdern. Alles in allem ein typischer Mercedes auf höchstem Verarbeitungsniveau. Die Sitze der Rückbank lassen sich getrennt voneinander umklappen. Mercedes verkauft die C-Klasse als Viersitzer und dementsprechend muss auch hinten genug Platz sein. Der Einstieg wird einem erleichtert, dadurch, dass der Sitz nach vorne fährt. Und wenn ich das erste Mal hier hinten sitze, muss ich sagen, ist es doch relativ bequem. Nur dadurch, dass ich ein bisschen stabiler bin, könnte hier auf der rechten Seite bei mir ein bisschen mehr Freiheit sein. Aber das ist auch einfach gelöst, dann bin ich halt einfach der Fahrer. Immerhin die Kopffreiheit ist ausreichend. Für 821 Euro extra gibt es hinten ein Windschutz und an der Frontscheibe eine Windlamelle. Diese sollen die Luftverwirbelungen im Innenraum deutlich reduzieren. Wenn man die Windlamelle bei Fahrt betrachtet, macht sie keinen besonders schönen Eindruck. Die Hauptsache aber ist, es funktioniert. Es ist keine Überraschung, die Mercedes C-Klasse als Cabrio fährt sich genauso gut wie das Coupé oder auch die Limousine. Wie sollte es aber auch anders sein, denn wir haben ja hier die fast identische Technik verbaut und das macht sich auf jeden Fall auch bezahlt. Ich würde sagen, der 180 kW Motor hier im C300 ist mehr als ausreichend. Denn letztendlich will man ja vielleicht eher doch cruisen als rasen. Wem das aber nicht reichen sollte, für den gibt es noch einen weiteren Mercedes Motor und noch 3 weitere AMG Modelle. Und dann ist Leistung auf jeden Fall nicht mehr das Problem.
Wie zum Beispiel bei dem AMG C63 S Cabrio. S verfügt über 8, also doppelt so viele Zylinder wie der C300 und hat eine Leistung von 375 kW, also 510 PS. Diese AMG-Ausführung ist aber leider auch rund 40.000 Euro teurer als der C300. Ungefähr doppelt so teuer wie das günstigste C-Klasse Cabrio. Coupés haben bei Audi eine lange Tradition. Und das zeigen die Ingolstädter bei der Weltpremiere ihres neuen Premium-Zweitürers. Fahrzeugikonen aus 70 Jahren Coupé-Geschichte drehen vor über 1000 geladenen Gästen ihre Runden, bevor als Höhepunkt die zweite Generation des Audi A5 Coupé auf die Audi Piazza in Ingolstadt rollt. Mit Coupés ist das ja so eine Sache. Eigentlich sind sie unpraktischer als eine Limousine oder ein Kombi oder ein SUV, aber trotzdem irgendwie genauso beliebt fast wie Cabriolets, was man auch hier an den Reaktionen und dem Zuspruch der ungefähr 1000 Gäste auf der Audi Piazza in Ingolstadt sieht. In fast 10 Jahren hat sich die erste Generation des A5 über 200.000 Mal verkauft. Für die zweite Generation haben die Entwickler das Gewicht um bis zu 60 Kilogramm reduziert und viel an der Aerodynamik gearbeitet. Ich habe ihn mir noch nicht genauer anschauen können, weil so viele Leute drumherum stehen. Aber als der rumgefahren ist, das sah ziemlich beeindruckend aus. Großartiges Display, die Bedienung super, einwandfrei, das ist super gelungen. Nicht nur der A5 ist neu, sondern auch der Audi S5. Eine Gemeinsamkeit haben die beiden auf jeden Fall, nämlich den Kofferraum, der relativ viel Platz bietet. Hier unten ist noch ein bisschen so Stauraum für Verbandskasten und so ein Zeug. Ja gut, ich sag mal, mit einer vierköpfigen Familie kann man hier keine 4 Wochen in Urlaub fahren, aber mit dem Audi S5 geht es, glaube ich, auch eher darum, nach der Arbeit ein bisschen Spaß auf dem Weg nach Hause zu haben. Maßgeblich daran beteiligt ist der 3 Liter V6 Benziner unter der Haube, der mit 260 kW Leistung und 500 Newtonmetern Drehmoment aufwartet. In Kombination mit dem neu entwickelten Fahrwerk soll er für souveräne Fahreigenschaften auf Sportwagenniveau sorgen. Gerade die affinen Kunden, die sportlich affinen Kunden, die wollen auch die Leistungskategorien sehen. Und wir werden sicherlich wie beim Vorgänger rund 20% Mixstruktur haben bei dieser S5-Gattung. Und ich bin auch fest überzeugt, das wird super gut laufen. Viel Neues gibt es vor allem im Inneren. Gut, hier im Cockpit sieht man jetzt eigentlich die gleiche Designsprache wie in den anderen Modellen vom Audi, zum Beispiel im Q7. Hier sehr horizontal ausgerichtete Linien. Das macht das ganze Cockpit natürlich sehr breit. Dazu das digitale Kombi-Instrument, wo man natürlich viele Möglichkeiten hat, das eben genau für seine Bedürfnisse anzupacken. Und die Bedienlogik, die noch einmal weiterentwickelt wurde. Das ist wirklich schon wieder ein weiterer Schritt nach vorn, wo man eigentlich meint, es kann gar nicht mehr besser werden, kann es doch immer noch besser werden. Nicht ganz so revolutionär hingegen das Äußere. Hier hätten die Designer durchaus etwas mehr Mut zeigen können. Doch bei Audi will man seine treuen Kunden auf keinen Fall verschrecken. Es ist wichtig, dass man nicht alles verändert, sondern dass man auch seinen loyalen Kunden zeigt, diese Produktgattung geht in die nächste Zukunft. Und es ist natürlich hoch aufgeladen jetzt mit modernsten Technologien, Assistenzsystemen, Connectivity-Systemen. Das hat es vor 5, 6, 7, 8 Jahren gar nicht in dieser Form gegeben. Zu den Händlern kommen A5 und S5 im Herbst. Seat präsentiert mit dem Ateca sein erstes SUV-Modell. Bereits vor dem Verkaufsstart im Juli sind bei Seat über 5000 Vorbestellungen eingegangen. Mehr als jemals zuvor in der Firmengeschichte. Zur Wahl stehen 2 Benziner und 3 Diesel. Neben Frontantrieb wird auch Allradantrieb angeboten. Die Preise starten bei 19.990 Euro in Deutschland. Volkswagen frischt den ab in allen Bereichen auf. Der Kleine startet mit neuen Stoßfängern, neuem Heckdiffusor, neuen Scheinwerfern mit LED-Tagfahrlicht und neuen Rückleuchten. Zur persönlichen Individualisierung stehen 13 Außenfarben, 3 Dachfarben und 10 verschiedene Sitzbezüge zur Auswahl. Der neue Up kann sofort ab 9.850 Euro in Deutschland bestellt werden.
Also wenn man mich fragt, welche Autos mich bisher am meisten begeistert haben, dann kann ich nur sagen, der Toyota GT86 mit seinem Purismus oder der Focus RS mit seinem Driftmodus oder der Panamera Turbo S mit seiner brachialen Leistung. Aber wenn man mich jetzt fragt, welches Auto am besten Sportlichkeit mit praktischem Nutzwert zu einem fairen Preis kombiniert, dann fällt mir nur einer ein, der Skoda Octavia RS. Skoda macht aus einer Schnecke einen Sportler. Jetzt gibt es den RS mit noch mehr Leistung, den RS 230. Von außen verraten nur Details die Sportlichkeit der unauffälligen Limousine. Am auffälligsten die Logos. Gestartet wird unser Testwagen standesgemäß, per Knopfdruck. Mit seinen 169 kW, respektive 230 PS, klingt der Octavia RS natürlich nicht nach der Spitze der Leistungspyramide, aber es fühlt sich auf jeden Fall an nach mehr als genug. Und wenn man mal so richtig aufs Gas tritt, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, als würde man auf einem Bürostuhl sitzen und da rennt dann von hinten einer rein und schiebt dann aber noch weiter. Also so vom Spaßfaktor her ist das auf jeden Fall nicht verkehrt. Auch nicht verkehrt ist der Preis. Ab 35.290 Euro in Deutschland. Zu diesem Preis erhält man aber nicht nur einen Leistungszuwachs von 7 kW gegenüber dem Standard RS, sondern ein elektrohydraulisches Sperrdifferential an der Vorderachse, welches die Leistung je nach Bedarf zwischen den Vorderrädern verteilt. Mit dem DSG-Doppelkupplungsgetriebe spurtet der stärkste Octavia in 6,8 Sekunden auf 100 km/h. Ich persönlich würde zwischen den Kurven bevorzugen, die Gänge selber einzulegen mit einem manuellen Getriebe. Aber es gibt natürlich auch Gründe, warum man sich ein DSG holt. Zum einen ist es natürlich viel komfortabler, wenn man im Stop-and-Go-Verkehr unterwegs ist und wenn man auf einer Rennstrecke die Linienführung quasi lernen will, macht es das natürlich einfacher, weil man kann das Schalten dem Auto überlassen und hat so nur noch das Lenken, worauf man sich konzentrieren muss. Aber mein Highlight am DSG, das ist das Geräusch, was der Octavia macht, wenn man unter Volllast hochschaltet. Ich würde sagen, der Octavia RS ist ein richtig sympathischer Rotzlöffel. Die Abgasanlage wurde für den RS 230 noch einmal überarbeitet. Die Ingenieure achteten jedoch darauf, dass der Klang nicht zu penetrant ist und die Insassen auf langen Strecken nicht in den Wahnsinn treibt. Schließlich ist ein Octavia auch in der RS-Version ein Auto für jeden Tag und kein reines Spaßgerät. Womit ich leider so ein bisschen meine Probleme habe beim Octavia RS, das sind die Sitze. Die Wangen, die sind mir ein bisschen zu breit geschnitten, sodass ich relativ viel Platz habe, mich hin und her zu bewegen beim Kurvenfahren. Das kostet dann leider ein bisschen die Souveränität, aber auf langen Strecken ist das sicherlich die richtige Entscheidung für den Komfort. Schauen wir mal, wie es hinten aussieht mit Sitzkomfort. Und das ist auch das Schöne am Skoda Octavia RS. Ich habe hier einfach super viel Platz, bin super untergebracht. Hier könnte ich auch ruhig längere Strecken verbringen, aber die verbringe ich doch lieber auf dem Fahrersitz. Auch im Innenraum zeigt der RS am deutlichsten durch Logos seine Sportlergene. Viele Komponenten kennt man schon aus anderen Fahrzeugen. Der Fahrmodi-Schalter beeinflusst zurzeit nur die Lenkung, das DSG und das Sperrdifferential. Die Stoßdämpfer sind noch nicht verstellbar. Der Kofferraum fasst 590 Liter. Leider ist nicht alles astrein am Octavia RS. Die Lenkung, um ehrlich zu sein, die bietet einem ungefähr so viel Feedback wie ein Handy im Funkloch, sprich nichts. Aber das stört mich auch nicht weiter, weil selbst in schnell gefahrenen Kurven verliert der Octavia eigentlich nie die Haftung und so vermisse ich halt auch das Feedback gar nicht. Mit dem RS 230 hat Skoda versucht, den Octavia RS mit bewährter Technik aus dem VW-Regal noch einmal nachzuschärfen. Und das ist ihnen auch gelungen. Doch war es die Mühe wert? Schließlich war auch der normale RS bis heute kein Ladenhüter. Bleibt natürlich die Frage,
ist der RS 230 2000 Euro mehr wert? Kommt drauf an. Wenn man jetzt regelmäßig auf einer Rennstrecke unterwegs ist, denke ich, ist es das wirklich wert, weil man natürlich das elektronische Sperrdifferential kriegt und somit halt wirklich mehr Haftung in den Kurven hat. Aber für die meisten Leute, denke ich, reicht einfach der normale RS. Millionen Mal hat sich der VW Golf in den vergangenen 40 Jahren verkauft. In diesen vier Jahrzehnten hat sich auch der Geschmack der Kunden etwas verändert. Sie wollen immer mehr Variabilität und deshalb ist inzwischen jeder vierte Golf ein Kombi, ein Variant. Gerade in der Klasse der kompakten Kombis ist aber die Konkurrenz besonders groß. Da gibt es den Ford Focus, den Skoda Octavia, den Opel Astra oder auch den Seat Leon. Der neue Golf-Variant GTD hat einiges entgegenzusetzen, einen stärkeren Motor und auch beim Design hat er einiges draufgepackt. Ein rassiger Sportwagen, das will der Golf GTD-Variant gar nicht sein. Kein Sportler, dem nach dem schnellen Sprint umso schneller die Puste ausgeht, sondern ein Dauerläufer mit einer Balance aus Kraft und Kondition. Und als Variant eben der Familienbegleiter für sportliche Fahrer, die Platz brauchen und zumindest beim Verbrauch aufs Geld achten. Dennoch spielt der Fahrspaß auch hier eine wichtige Rolle. Der Variant fährt so, wie ein Auto fahren soll, gut, sicher und leise. Er lässt sich intuitiv bedienen und dieses Gesamtpaket ist das Geheimnis des Golf. Er leistet sich nämlich keine Schwäche. Ein Pluspunkt ist der neue Turbodiesel GTD. Er ist stark und verbraucht recht wenig. Allerdings ist die Werksangabe von 4,4 Liter auf 100 Kilometer etwas zu optimistisch. In der Praxis ist es gut 1 Liter mehr. Der 2-Liter TDI-Motor ist mit 135 kW der bisher stärkste Golf-Turbodiesel. Das quer eingebaute Aggregat erzeugt 380 Newtonmeter Drehmoment und sprintet in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der GTD ist auf Langstrecken ein guter Begleiter. Die Sportlichkeit spiegelt sich im Exterieur wider. Der Golf GTD-Variant verfügt über Schwellenverbreiterungen und spezifische GTD-Stoßfänger. Abgerundet wird das Erscheinungsbild durch die 17 Zoll Leichtmetallräder und eine schwarze Dachreling. Das Kühlerschutzgitter in Wabenstruktur ist ein Markenzeichen des GTD. Die Rückleuchten sind abgedunkelt und die verchromten Doppelendrohre verleihen dem GTD noch mehr Sportlichkeit. Auf die Sportlichkeit abgestimmt ist auch das Interieur. Das Lenkrad mit Alu-Applikationen ist unten abgeflacht und liegt gut in der Hand. Die Sitze sind bequem und mit einer manuellen Lordosenstütze ausgestattet. Der Golf-Variant GTD punktet mit seinem starken Antrieb und seinem starken Drehmoment. Leider ist er aber nicht ganz billig. In Deutschland kostet er mindestens 32.375 Euro. Viel Geld, wenn man bedenkt, dass der Golf als Variant in der Basis schon ab knapp unter 20.000 Euro erhältlich ist. Kitzbühel in Tirol. Hier findet in diesem Jahr die 29. Ausgabe der bekannten österreichischen Oldtimer-Rallye statt. 187 Fahrer treffen sich, um mit ihren edlen Fahrzeugen an der Kitzbüheler Alpenrallye teilzunehmen. 28.344 Pferdestärken haben sich am Startplatz versammelt. Polierter Chrom und edles Blech, soweit das Auge reicht. Ich bin nicht so wahnsinnig pragmatisch und organisiert. Also es kann schon sein, dass ich ganz woanders ende. Aber meine Skikarriere gibt mir, sagen wir mal, den Vorteil, dass ich die Gegend gut kenne. Wir wollen eigentlich nur Spaß haben. Wir wollen eigentlich gar nicht gewinnen. Vielleicht die Damenwertung, aber nur vielleicht. Also ich werde die 38 PS, die wir haben, also richtig quälen, vor allem den Berg hoch. Mal sehen, ob das reicht. Und der Wagen, ja, ist einfach ein tierisches Gerät. 8 Liter Bentley. Macht ordentlich Spaß. Ein Unikat in exotisch Blau ist der erste Rolls-Royce für die Rennstrecke.
war sehr selten, weil dann haben sie ihn einmal gebaut. Und der Henry Reus hat damals eben so circa um 1925, 1926 ein großes Problem gehabt. Seine Firma hat einen Riesenprofit gemacht und die Bentleys haben alle Siege abgestaubt in Le Mans. Und daraufhin hat er gesagt, er möchte konkret auch ein Sportauto bauen. Und wo er damit die ersten Mal die 100 Meilen schafft. Und da hat er praktisch diesen Rolls-Royce Experimental 17X gebaut und hat damit zum ersten Mal einen Rolls-Royce geschaffen, der 100 Meilen gemacht hat. Ein Wagen nach dem anderen macht sich bereit für den Start zur ersten Etappe. Manch einer kämpft allerdings noch mit Startschwierigkeiten. Ja, wir waren ein bisschen zu schnell unterwegs und Amerikaner, das ist eher so was Gemütliches, gell? Und jetzt zickt er. Teilnehmer aus 9 Nationen mit über 31 verschiedenen Automarken nehmen an der Rallye in den Kitzbüheler Alpen teil. 500 Kilometer an 3 Tagen gilt es zurückzulegen. Dabei geht es hinauf bis auf 1630 Höhenmeter. Von Sonnenschein bis zum starken Regen. Das Wetter zeigt sich launisch. Bei Fahrern und Beifahrern ist höchste Konzentration gefragt. Die Gleichmäßigkeit steht bei diesem Wettbewerb im Vordergrund. Nicht die schnellste, sondern die im Durchschnitt konstanteste Fahrt hat die höchsten Chancen auf den Sieg. Ein Gaz-Tschaika aus Russland mit einem Fiat-Motor und 195 PS aus dem Jahre 1960 kämpft sich durch das Hochgebirge. Doch dann ein unvorhergesehener Stopp. Geht dem russischen Geheimagenten etwa die Puste aus? Ohne Schwierigkeiten kommt der BMW 326, Baujahr 1938, mit unglaublichen 50 PS voran. Auf engen Straßen geht es über Berg und Tal. Technische Stopps, wie hier am Achensee, sind eine Gelegenheit für Fahrer und Maschine durchzuschnaufen. Ja, traumhaft. Absolut fantastisches Panorama. Tolle Autos um uns herum. Also besser kann es nicht sein. Ich komme aus South Dakota in den Vereinigten Staaten und ich nehme hier teil, weil meine Frau das so entschieden hat. 2014 waren wir in Kitzbühel und saßen zufällig im Hotel Tiefenbrunner und haben im Regen etwas getrunken. Es war kalt und alle Autos kamen da vorbei. Und meine Frau sagte, weißt du, das sieht lustig aus, das könnten wir machen. Also habe ich ein Auto gekauft und jetzt sind wir hier, um mitzumachen. Ehrlich gesagt, war unser Höhepunkt auch der Tiefpunkt. Auf dem steilsten Anstieg beim Rauffahren waren wir vor allen Autos und auf dem Weg nach unten auch. Meine Bremsen sind die Art von Bremsen, die man in den USA verbaut. Die sind nicht gemacht für Berge wie diese. Bei circa 3/4 des Weges nach unten musste ich ranfahren, weil hinten bei uns Rauch aufstieg von den Bremsen. Wir haben sie abkühlen lassen und danach war es wunderbar. Auch bei anderen ist es ein Auf und Ab. Immer wieder kommt es zu unfreiwilligen Stopps. Diesmal hat es den BMW Baujahr 1938 mit seinen 50 PS getroffen. Die Rallye ist eine eindrucksvolle Leistungsschau der Automobilgeschichte aus 7 Jahrzehnten. Prachtvolle Vorkriegsklassiker mischen sich unter elegante Sportcoupés und Limousinen der 50er und 60er Jahre. Auch rassige Sportwagen und Raritäten jüngeren Baujahrs kann man hier hautnah erleben. Der erste Tag geht seinem Ende zu. Nach 240 Kilometern sind die Teilnehmer froh, ihre Boliden heil ins Ziel gebracht zu haben. Jede Sekunde zählt, es wird gerechnet und gemessen. Noch ist alles offen. Erst am Ende wird sich zeigen, wer mit der besten Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren ist. Letzter Tag der Alpenrallye. 190 Kilometer über Berg und Tal stehen bevor. Bei allen Teilnehmern laufen die technischen Vorbereitungen auf Hochtouren. Viele Raritäten, die man sonst nur in Sammlungen oder Museen zu Gesicht bekommt, präsentieren sich dem Publikum. Ein Wert von mehr als 30 Millionen Euro ist auf den Straßen rund um Kitzbühel unterwegs. Viele der Prachtstücke werden mit 7-stelligen Beträgen gehandelt. Aber die meisten der Schmuckstücke sind nicht nur teuer, sondern auch unverkäuflich. Der Gewinner der diesjährigen Rallye kommt aus Deutschland und ist ein alter Hase. Wir haben vor 2 Jahren die Kitzbüheler Alpenrallye gewonnen, waren wir auch Gesamtsieger. Wir wollen keine Kaffeefahrt machen, wir wollen halt schon ein bisschen sportlich unterwegs sein.
Und das ist hier in Kitzbühel gegeben. Das gefällt uns sehr.